Hallo, dieses Jahr ist Norwegen Gastland der Frankfurter Buchmesse und die Frankfurter Buchmesse findet diese Woche statt. Deswegen wollte ich ein Video über norwegische Bücher drehen, die mir sehr gut gefielen. Ich wollte mich auf 10 Bücher beschränken, nun sind es 11 geworden. Ich hoffe, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Natürlich spreche ich über Romane. Es gibt auch ein Sachbuch, ein Märchenbuch, ein Jugendbuch, Graphic Novels und einen historischen Roman. Ich beginne mit dem Märchenbuch und zwar Die Puppe im Grase, norwegische Märchen, illustriert von Kat Menschik. Die Märchen sind von Asbjørnsen und Moe, von denen es heißt, dass sie die norwegischen Gebrüder Grimm seien, denn auch sie sind durch das Land gezogen, um Märchen zu sammeln. Dieses Buch beinhaltet 12 Märchen und was ich super interessant fand, vielleicht weil ich mich mit der Geschichte von Märchen nicht sonderlich gut auskenne, ist, dass einige Märchen hier manche Parallelen oder Überschneidungen zu anderen Märchen aufweisen. Nicht nur zu Märchen von den Gebrüdern Grimm, auch zu anderen Märchen. Das fand ich sehr, sehr spannend. Beispielsweise im Märchen 12 wilde Enten. Es geht dort um eine Königin. Sie hat 12 Söhne, wünscht sich aber nichts sehnlicher als eine Tochter. Im tiefsten Winter begibt sich die Königin auf eine Reise und plötzlich bekommt sie Nasenbluten. Als sie ihr Blut im Schnee sieht, äußert sie ihren Wunsch laut. Sie wünscht sich eine Tochter, so weiß wie Schnee und so rot wie Blut. Eine Trollhexe hört das, kommt auf die Königin zu und verspricht ihr eine Tochter. Im Gegenzug jedoch möchte sie ihre 12 Söhne haben. Die Königin willigt ein und tatsächlich bekommt sie bald eine Tochter, so weiß wie Schnee und so rot wie Blut, weshalb sie sie Schneeweiß und Rosenrot nennt. Schweren Herzens muss sie nach der Geburt ihrer Tochter dann ihre 12 Prinzen hergeben und ihre 12 Söhne verschwinden, ohne dass jemand weiß, was mit ihnen geschehen ist oder wo sie stecken. Ich denke, das bisschen reicht schon, um einige Überschneidungen mit anderen Märchen zu entdecken. Ich fand das super spannend. Worauf ich mich sehr gefreut hatte, war, dass ich nicht nur über eine Trollhexe, sondern auch über winzige kleine Trolle lesen werde und wurde natürlich nicht enttäuscht. Ist ja auch sehr naheliegend. Und ich muss gestehen, dass ich überrascht war, wie gerne ich dieses Buch gelesen habe, denn normalerweise bin ich kein begeisterter Märchenleser, aber ich habe angefangen und konnte es dann auch kaum aus der Hand legen und natürlich auch die Illustrationen von Kat Menschik. Wieder wunderschön und sehr, sehr passend, sehr atmosphärisch. Eine Sache, die ich noch kurz erwähnen möchte, ist, dass es sich hier um eine Übersetzung aus dem Jahre 1847 handelt. Es ist also anfangs etwas gewöhnungsbedürftig, aber ich finde, das hat auch seinen Reiz und es passt einfach zu so alten, urigen Märchen ganz gut. Ich fand es wirklich sehr schön und sehr stimmungsvoll. Ich mache weiter mit den Romanen. Das erste ist Je schneller ich gehe, desto kleiner bin ich von Kjersti Skomsvold. Es geht hier um Mathea, eine sehr alte Frau, die sich auch durchaus bewusst ist, dass sie nicht mehr allzu lange zu leben hat. Bisher aber steckte sie immer in ihrem Schneckenhaus. Sie lebte sehr zurückgezogen, nur mit ihrem Mann hat sie wirklich gesprochen und generell fällt es ihr schwer, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Und genau das möchte sie nun ändern, bevor es zu spät ist und zumindest auch klitzekleine Spuren hinterlassen. So bricht sie hier also aus ihrer Routine aus und unternimmt einige Dinge, die sie sehr viel Mut kosten und für sie auch sehr, sehr neu sind. Ganz neue Erfahrungen. Für uns Leser hingegen sind das zum Großteil ganz normale oder alltägliche Dinge. Und das ist eigentlich auch der Reiz des Buches. Mathea ist sehr unbeholfen. Sie versucht und macht ihre Unternehmungen und die laufen teilweise schief oder sie reagiert etwas sonderbar, weil es für sie einfach sehr, sehr neu ist. Und das ist sehr amüsant, brachte mich oft zum Schmunzeln oder zum Lachen. Gleichzeitig ist es aber auch so berührend und auch herzzerreißend, darüber zu lesen, denn wir wissen, wie Matthias Leben bisher aussah und warum sie sich so schwer tut oder manchmal sich etwas sonderbar verhält. Eine wunderschöne Geschichte, wie ich finde. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Das nächste Buch ist Elternteile von Monika Isaksthun. Es geht hier um Karen.
Sie und ihr Mann lassen sich scheiden. Sie gehen auch sehr vernünftig mit der Trennung um, verteilen alles gerecht untereinander auf, so auch das Sorgerecht um ihre kleine Tochter Anna. Anna ist abwechselnd eine Woche bei ihrem Vater und eine Woche bei Karen. Geschrieben ist das Ganze aus der Ich-Perspektive Karens und es geht hier also um geteiltes Sorgerecht und darum, was diese Situation mit ihr macht. Und das ist wirklich sehr, sehr komplex und hier finde ich auch wunderbar ausgeführt. Karen steckt beispielsweise voller Zweifel und auch voller Ängste. Sie hat beispielsweise Angst zu scheitern, eine schlechte Mutter zu sein. Es geht aber auch um ihre Schuldgefühle. Gleichzeitig hat Karen aber auch eine aufrührerische, kämpferische, rebellische Seite, die hier auch immer wieder mal zum Vorschein kommt. Obwohl ich nicht annähernd in einer ähnlichen Situation wie Karen bin, fand ich es sehr verständlich und sehr nachvollziehbar, was vermutlich auch daran liegt, dass Isaac Stone hier darauf verzichtet, das Ganze auf emotionale Weise zu schildern. Ein Buch, das ich wirklich nur empfehlen kann, sehr, sehr lesenswert. Manche wird es wohl nicht überraschen, dass ich in diesem Video auch über Pferdestehlen von Per Pettersen sprechen möchte. Es geht hier um Trond. Er ist Mitte 60, als er mitten auf dem Land in eine Hütte zieht, alleine mit seinem Hund. Dort lernt er seinen Nachbarn kennen. Und diese Bekanntschaft sorgt dafür, dass Trond sich an einen ganz bestimmten Sommer in seiner Jugend erinnert. Das ist der Sommer, den er alleine mit seinem Vater ebenfalls auf dem Land verbrachte. Dort hatte er einen sehr guten Freund gefunden, mit dem er Pferde stehlen konnte. Es ist aber auch ein Sommer, in dem einige tragische Dinge passieren und zudem erfährt er in diesem Sommer auch ein wohlgehütetes Geheimnis seines Vaters. Es ist ein sehr ruhiges, aber wie ich finde, unglaublich stimmungsvolles Buch, das mich auch beim zweiten Lesen wieder ganz in seinen Bann gezogen hatte. Ich fand insbesondere die Beziehung, die Vater-Sohn-Beziehung sehr, sehr rührend. Ein leises, aber so stimmungsvolles und wirkungsvolles Buch, wie ich finde, das ich auch ebenfalls nur empfehlen kann. Über das nächste Buch hatte ich vor nicht allzu langer Zeit bereits gesprochen. Ich werde also versuchen, mich noch etwas kürzer zu fassen. Es ist ein sehr düsteres Buch und zwar Durch die Nacht von Stieg Setterbacken. Es geht hier um Karl. Er hatte eine Affäre, zog mit seiner Geliebten zusammen, verließ also dafür seine Familie. Die ganze Geschichte lief aber nicht so gut und deswegen kehrte er zu seiner Familie zurück. Aber natürlich hatte all das Auswirkungen auf das zukünftige Familienleben. Karl ging es zuvor schon nicht so gut, sein Zustand wird aber noch viel schlimmer, als sein Sohn Selbstmord begeht. Seine Depressionen werden schlimmer, seine Verzweiflung und auch seine Gewissensbisse werden größer und es steht natürlich auch die Schuldfrage im Raum. Dabei geht es um Schuldgefühle, aber auch um Schuldzuweisungen und um Selbstvorwürfe. Ein kaum auszuhaltender Zustand. Das Ganze ist geschrieben aus der Ich-Perspektive Karls. Er schreibt über all das recht nüchtern. Er hat einen sehr, sehr analytischen Blick. Ich persönlich finde, dass das auch sehr viel über seinen Seelenzustand und über seinen Versuch weiterzuleben aussagt. Dann später begibt er sich auf die Reise in ein Haus, von dem es heißt, dass die Gäste mit ihren tiefsten Ängsten konfrontiert werden, wenn sie sich dort aufhalten. Und dieser Teil, den fand ich herzzerreißend, der ging mir unglaublich nah. Es steckt, finde ich, sehr, sehr viel auch zwischen den Zeilen. Es ist, finde ich, kein Buch für Zartbeseitete und was sich insbesondere auch durch den Austausch in den Kommentaren zuvor abzeichnete, man muss wohl auch die Art und Weise, wie das geschrieben wurde, mögen. Wie gesagt, ich persönlich finde, dass das sehr viel über Karl und über seine inneren Kämpfe aussagt, auch wenn sie nicht offen dargelegt werden. Trotzdem natürlich auch hier, wie fast immer, Geschmackssache. Ich finde, ein sehr intensives und ergreifendes Buch. Es geht weiter mit dem Sachbuch und zwar Stille von Erling Kagge. Wie der Titel bereits verrät, geht es hier um Stille. Zum einen um die Stille um uns herum, also die Stille außen. Erling Kagge erlebt sie selbst am intensivsten auf dem Südpol während einer Expedition. Er berichtet davon und auch natürlich über seine Gedanken und Empfindungen währenddessen. Was ich
sehr nachvollziehbar fand, denn ich interessanterweise habe als Jugendliche in seinem Heimatland Norwegen die reine Stille empfunden und das kam so unerwartet und so überraschend und ist wahrscheinlich auch deswegen eine unvergessliche Erfahrung für mich, aber um mich soll es ja jetzt gar nicht gehen. Darüber hinaus berichtet er auch über die innere Stille in einem Selbst, die man auch finden kann, wenn es um einen herum nicht ruhig ist, indem man Geräusche oder andere Dinge, die einen ablenken, ausblendet. Es gibt hier einige Ansätze, wie man diese Stille, diese innere Stille finden kann. Interessant fand ich auch, dass er das Ganze aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Er berichtet hier über seine eigenen Erfahrungen, ebenso bezieht er sich aber auch auf Wissenschaft, auf Philosophie und auf die Betrachtungen und Erfahrungen anderer Menschen, wie beispielsweise des Philosophen Kierkegaard, der Künstlerin Abramovic, Beethoven als Musiker wird hier auch als Beispiel genannt und auch der Buddhismus fließt ein. Und diese facettenreiche Betrachtung fand ich sehr, sehr interessant. Sehr schön fand ich auch, dass Kage hier erklärt, was Stille bewirkt, diese Auszeit von der Hektik, den Aufgaben und dem Gedankenkarussell. Und wer diese innere Stille schon einmal erlebt hat, der weiß sicherlich auch, dass es das reine in sich sein im Hier und Jetzt ist und dass man vieles dadurch ganz anders und noch sehr, sehr viel intensiver wahrnimmt. Und das fand ich sehr schön, dass er auch das hat hier einfließen lassen. Insbesondere seit meiner Erfahrung in Norwegen ist Stille für mich ein sehr großes Thema, ein Thema, das mich immer wieder beschäftigt. Entsprechend fand ich nicht alles neu, was Kage uns hier berichtet, aber es gab für mich trotzdem noch genug zu entdecken. Ich fand das Buch sehr, sehr aufschlussreich. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, es zu lesen, da es auch sehr schön geschrieben wurde und die Aufmachung ist auch wunderschön. Es gibt verschiedene Bilder, Fotos, Illustrationen. Es ist einfach, finde ich, wirklich ein Genuss und kann es jedem empfehlen, der sich für dieses Thema interessiert, auch nur ansatzweise für dieses Thema interessiert. Ein Buch, das ich auf jeden Fall noch einige Male zur Hand nehmen werde, das weiß ich schon. Es geht weiter mit dem norwegischen Klassiker. Und zwar Hunger von Knut Hamsun. Das erschien erstmals 1890. Es geht hier um einen namenlosen Ich-Erzähler. Er versucht als Journalist und Schriftsteller seinen Unterhalt zu verdienen, allerdings ohne Erfolg. Seine finanzielle Situation ist schon grenzwertig und wird auch immer schlimmer. Irgendwann dann hat er sein allerletztes Hab und Gut verkauft und das bisschen, was er dafür erhält, ist auch bald aufgebraucht. Er hat nichts mehr, er leidet schlimmen Hunger und seine Situation wird so furchtbar, dass er dann irgendwann anfängt, wahnsinnig zu werden. Er durchlebt hier einige Gefühlsausbrüche, seine Gemütszustände wechseln immer wieder mal. Er hat sich auch nicht immer ganz unter Kontrolle und über alle seine Gedanken, Wahrnehmungen und Empfindungen lesen wir hier und die sind so intensiv und eindrücklich geschildert. All seine geistigen und körperlichen Qualen und gleichzeitig auch sein Versuch, seine Verwahrlosung vor anderen Menschen zu verstecken. Das ist ein Buch, das mich wirklich durchgerüttelt und sehr mitgenommen hat. Eine Geschichte, die mir sehr, sehr viel geben konnte und eine Geschichte, die mich wahrscheinlich noch ein Leben lang begleiten wird. Kommen wir zum historischen Roman, Die Glocke im See von Lars Mytting. Ich habe es als Hörbuch gehört, kann es deswegen nicht in die Kamera halten, werde es aber hier einblenden. Das Ganze spielt 1880 in einem Dorf namens Butang. Dort lebt die junge Frau Astrid. Astrid ist etwas anders als viele andere junge Frauen in diesem Dorf. Sie findet die Vorstellung, zu heiraten, weiterzuarbeiten, Kinder zu kriegen, noch mehr zu arbeiten und dann zu sterben, nicht sehr reizvoll. Sie ist auch eine sehr wissbegierige und selbstbewusste junge Frau. Ihre Familie ist in diesem Dorf sehr angesehen. Sie sind schon seit Generationen dort ansässig und einer ihrer Vorfahren hatte der alten Stabskirche, die in diesem Dorf steht, die sogenannten Schwesterglocken gestiftet. In dieses Dorf kommt nun ein neuer junger Pfarrer, als während eines Gottesdienstes eine alte Frau in der Kirche vor Kälte stirbt, beschließt der neue Pfarrer, diese Kirche durch eine neue zu ersetzen. Er steht dann auch bald schon in Kontakt mit der Kunstakademie in Dresden, die sich sehr für diese Stabkirche interessiert.
Kurz darauf wird ein Kunststudent aus Dresden nach Bhutan geschickt, um den Abtransport der Kirche zu begleiten. Doch nicht alle Dorfbewohner sind begeistert von der Idee, sich von ihrer alten Kirche zu trennen, insbesondere von den Schwesterglocken, die, so glauben sie, so manches Unheil ankündigen. Darunter natürlich auch Astrid. Und Astrid versucht dann eben auch herauszufinden, ob bzw. wie man die Versetzung der Kirche aufhalten kann. Aber in diesem Buch steckt auch noch sehr viel mehr. Es geht nicht nur um Glauben, sondern auch sehr viel um Aberglauben, um die alten Mythen und um Legenden. Es wird auch sehr schön aufgezeigt, wie hart das Leben damals auf dem Land gewesen ist, insbesondere zur Winterzeit. Es geht aber auch sehr viel um Architektur und natürlich darf in einer solchen Geschichte auch die Liebe nicht fehlen. Anfangs hatte ich etwas Schwierigkeiten, wirklich in diese Geschichte reinzukommen. Ich fand das nicht ganz geschmeidig, manches auch etwas weitschweifig. Das änderte sich aber stetig, je weiter ich im Hörbuch vorankam und gegen Ende konnte es mich dann auch wirklich richtig packen. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass es der Auftakt einer Trilogie ist. Die Geschichte endet also nicht. Ich persönlich lese nicht sehr oft historische Romane. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass diejenigen, die gerne historische Romane lesen, viel Freude mit diesem Buch haben werden. Unterm Strich habe ich das Buch gerne gehört und fand es auch ganz gut. Bin nicht so begeistert, wie gesagt, es ist aber auch nicht unbedingt mein Lieblingsgenre. Kommen wir zu den Graphic Novels. Das erste ist eher eine Graphic Memoir und zwar Ein Freitod von Steffen Kverneland. Steffen Kverneland beschäftigt sich hier mit dem Selbstmord seines Vaters. Er selbst war zu dem Zeitpunkt 18 Jahre alt. Er versucht in diesem Buch verschiedenen Dingen auf den Grund zu gehen. Insbesondere versucht er aber zu verstehen, weshalb sein Vater Selbstmord beging. Dafür spürt er seinen Erinnerungen nach und zwar sowohl den schönen und guten Zeiten mit seinem Vater als auch den unangenehmen und teilweise belastenden Erinnerungen. Er verurteilt seinen Vater dabei nicht, denn es geht ihm wirklich darum zu begreifen, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Er schildert hier natürlich auch über die Trauer, die er empfand, insbesondere kurz nach dem Tod seines Vaters, aber auch welche Auswirkungen dieser Vorfall auch noch Jahre später auf sein Leben hat, natürlich begleitet so etwas ein Leben lang. Es gibt einige Punkte, die ich in dieser Graphic Novel sehr beeindruckend fand. Zum einen die Offenheit und Aufrichtigkeit. Wie gesagt, erinnert er sich an die guten und auch an die nicht so guten Zeiten mit seinem Vater. Er versucht ihn also weder ins rechte Licht zu rücken, noch überhäuft er ihn mit Anschuldigungen. Ebenso beeindruckt hat mich auch die Ehrlichkeit seiner Selbstreflexion, wenn er rückblickend über seine Trauer nachdenkt, gesteht er einige Dinge, von denen ich überzeugt bin, dass sie manche Menschen einfach verdrängen würden. Neben der Ehrlichkeit gefiel mir in dieser Graphic Novel auch sehr, dass durchweg das ganze Buch lang deutlich und auch sogar spürbar wird, dass es keine unanzweifelbare Wahrheit gibt, dass es keine sicheren Antworten auf all die Fragen geben kann, ebenso wenig wie eine sichere Bestätigung all der Vermutungen und Gedanken, die in einem aufkeimen. Es ist eine sehr reflektierte und sehr interessante Art und Weise, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Die Graphic Novel ist auch sehr interessant aufgemacht. Neben den Zeichnungen des Illustrators befinden sich hierin auch einige Originalfotos. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, wenn man sich für dieses Thema interessiert. Die zweite Graphic Novel ist Rebellische Frauen, Women in Battle von Martha Breen, illustriert von Jenny Jordal. Diese Graphic Novel berichtet die Geschichte der Frauenbewegung und das sehr zugänglich. Unterteilt wurde dieses Buch in die drei Hauptanliegen der Frauenbewegung und zwar das Recht auf Bildung, Arbeit und finanzielle Unabhängigkeit, das Recht sich politisch zu beteiligen und das Recht, selbst über seinen Körper zu verfügen. Was mir in dieser Graphic Novel sehr gut gefällt, ist, dass es sich nicht nur auf die Frauenbewegung in der westlichen Welt bezieht, sondern
auch ganz viele andere Kämpfe in verschiedenen Teilen der Welt beinhaltet. Dabei begegnen wir hier auch einigen Frauen, über die man nicht allzu oft liest oder hört. Und so steckten hier auch einige Informationen für mich, die mir neu waren. Wenn man sich für die Geschichte der Gleichberechtigung bis zur heutigen Zeit interessiert, dann kann ich diese Graphic Novel wirklich nur empfehlen. Es ist sehr verständlich, sehr zugänglich, eignet sich also ebenso auch für Jugendliche. Kommen wir zum letzten Buch für dieses Video, dem Jugendbuch, und zwar von einem weltbekannten Autor, Jostein Gaarder. Von Jostein Gaarder habe ich bisher drei Bücher gelesen. Zum einen Der Geschichtenverkäufer, ein Buch für Erwachsene, Sophies Welt, ein Jugendbuch, das ich auch als Jugendliche gelesen hatte. Mehr noch als Sophies Welt gefiel mir allerdings das Kartengeheimnis, weswegen ich es als Jugendliche auch tatsächlich mehrfach gelesen hatte. Das Buch ist seit Jahren verschwunden, ich habe keine Ahnung, wo es ist, deswegen kann ich es nicht in die Kamera halten, werde es aber wieder einblenden. Es geht in das Kartengeheimnis um einen Jungen, der sich gemeinsam mit seinem Vater auf die Reise macht, weil sie auf der Suche nach seiner Mutter sind. Schon zu Beginn der Autofahrt bekommt der Junge ein sehr, sehr kleines geheimes Buch, in dem er dann immer wieder heimlich liest während der Autofahrt. In diesem Buch liest er die Geschichte eines Mannes. Ich weiß nicht mehr, ob der Mann Fischer war oder etwas anderes. Auf jeden Fall ist er einsam auf einer Insel. Er hat ein Spielkartenset und fängt dann an, aufgrund der Einsamkeit mit den einzelnen Spielkarten zu sprechen, als wären es echte Gesprächspartner, lebendige Menschen. Eines Tages dann sieht er, dass seine Spielkarten tatsächlich zum Leben erwacht sind und herumlaufen in menschlicher Gestalt. Einzig der Joker durchschaut irgendwann dieses Spiel und teilt es den anderen Spielkarten mit. Die Entscheidung wird getroffen. Der Mann, der Schöpfer, der Gott dieser Spielkarten sozusagen, muss getötet werden. Die Geschichte setzt sich noch ein wenig fort, eben auch mit einigen philosophischen Andeutungen und Fragestellungen. Der Junge, der diese Geschichte liest, erzählt seinem Vater zwar nichts von diesem Buch, redet aber mit ihm über so einige philosophische Fragen, die sich durch diese Lektüre stellen. Es ist ein Buch über Identität, Realität, über Überzeugung oder Einbildung und Erkenntnis und vermutlich auch noch um einiges mehr. Da ich das Buch aber leider nicht mehr da habe, konnte ich vorher nicht nochmal schnell darin rumblättern, um mich nochmal zu überzeugen. Das ist alles, was ich aus meiner Erinnerung herauskramen konnte und dass ich es unglaublich toll fand. Jostein Gaarder versteht es einfach in seinen Büchern unglaublich gut, Philosophie und philosophische Gedankenspiele Jugendlichen auf eine sehr unterhaltsame und auch anregende und verständliche Weise näher zu bringen. Ein wirklich wundervolles Buch. Und das war's. Das waren einige Bücher aus Norwegen, die mir sehr gut gefielen. Ich bin sehr gespannt auf eure Empfehlungen. Teilt sie gerne in den Kommentaren mit. Ebenso freue ich mich natürlich auch über eure Meinungen zu den Büchern, über die ich heute gesprochen habe, und wünsche euch eine schöne Buchmessenwoche. Macht's gut. Ciao.